große Rolle. Heute hat Chinas kommunistische Staatsmacht das Wort Jasmin im Internet blockiert. Für die chinesische Opposition ein Wort mit doppelter Bedeutung. Das Volkslied von der Jasminblüte kennt in China jeder. Doch jetzt assoziiert man es offensichtlich auch in Peking und Shanghai mit Revolte. Und aus Angst vor einem Übergreifen des Revolutionsvirus ist der Jasmin im chinesischen Netz jetzt geblockt. Denn tatsächlich haben heute findige Internet-User in 13 chinesischen Städten zu Demonstrationen gegen die Regierung aufgerufen. Und das trotz massiver Zensur der Ereignisse in der arabischen Welt in allen chinesischen Medien. Noch gestern hatte Chinas Präsident gedroht, man werde die virtuelle Welt in den Griff bekommen. Doch heute überraschten chinesische Demonstranten die Welt mit ersten öffentlichen Jasmin-Protesten gegen das Regime. Christine Adelhardt berichtet. China ist anders. Hauptnachrichten im Staatsfernsehen. Über Ägypten und die arabische Welt wird kaum berichtet. Keine Sondersendungen, keine Analysen. Nur eine 30-Sekunden-Meldung. Die gestohlene Pharaonenstatue ist wiedergefunden. Dass Bürger ihre despotischen Regierungen verjagen und mehr Demokratie fordern, kein Thema. Politisch Interessierte hierzulande beobachten Ägypten sehr genau und vergleichen, was dort geschieht, mit der Situation in China. Aber das sind sehr wenige. Denn die staatlichen Medien verhindern, dass die Menschen auf solche Gedanken kommen. Die Zensur ist so streng, dass die meisten Chinesen sich mit der arabischen Welt gar nicht beschäftigen. Teng Biao ist Menschenrechtsanwalt. 4 Tage nach unserem Interview hat ihn die Polizei festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Er hatte sich mit anderen Bürgerrechtlern getroffen. Die Staatssicherheit überwacht alles, ganz besonders das Internet. Microblogs werden streng zensiert, Einträge zum Beispiel zu Ägypten sofort gelöscht, jede Diskussion im Keim erstickt, die Forenseiten bleiben leer. Wenn du in deinem Eintrag sensible Wörter benutzt, erscheint der Blog nicht. Alle Webseiten zensieren anders. Die einen teilen mit, dass der Eintrag gelöscht wird, die anderen löschen einfach. Neulich habe ich etwas geschrieben und es erschien. Aber dann habe ich festgestellt, dass nur ich den Eintrag sehen kann, aber kein anderer. Trotz strengster Zensur heute der erste zaghafte Versuch einer Protestbewegung. Per Internet organisiert in mehreren chinesischen Städten. In Anlehnung an den Aufstand in Tunesien hatten Aktivisten zur Jasmin-Revolution aufgerufen. Dieser junge Mann wird sofort festgenommen, nur weil er eine Jasminblume mitgebracht hat. Uniformierte Polizei, Zivilbeamte und Staatssicherheit überall. Hundertschaften im Einsatz. Dutzende Aktivisten überall im Land stehen schon unter Hausarrest, telefonisch nicht mehr erreichbar. Chinas Machthaber zittern. Wir protestieren gegen die Ungerechtigkeit unseres Rechtssystems. Sie können hier jeden einfach so, ohne Grund verhaften und sogar niederschlagen. Professor Zhang Yaoqie meint, vieles in China ist mit der Situation in den arabischen Ländern vergleichbar. Zhang hat an der Charta 08 von Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo mitgearbeitet. Die Universität hat ihn entlassen. Ohne Einkommen lebt er zusammen mit Frau und Kind in dieser winzigen Wohnung. Das größte Problem in China sind derzeit die steigenden Immobilienpreise. Vor 10 Jahren noch blickten Studenten in eine strahlende Zukunft. Sie fanden gute Jobs, konnten sich Wohnungen leisten und in die Mittelschicht aufsteigen. Heute sind Apartments für den Durchschnittschinesen unbezahlbar.